bis zum Ferienanfang oder wann ist das vorbei mit denen? Weil da geht ja gar nichts. Also es wurden in der Tat, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, Herr Pelzig, sonst würde ich es tun. Ja. Aber es wurden in der Tat in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen schon viele Wetten abgeschlossen. Mhm. Hält es noch oder hält es nicht? Und der Abend der Bundespräsidentenwahl war natürlich so ein Abend. Man hatte ja immer zwischendurch wieder 2 Stunden Zeit. Und es geisterten dann immer so Untergangsszenarien durch die Flure. Mhm. Und und einer, der es übrigens wusste, glaube ich, dass es erst im 3. Wahlgang klappt, war an dem Abend der Edmund Stoiber. Ach, ja. Ich glaube, dass er es zumindest geahnt hat. Es hat ihm wahrscheinlich sein politischer Bauch, seine Erfahrung gesagt. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Ich hatte ihn im Kurzinterview nach dem 1. Wahlgang. Ja. Und dann haben natürlich, also es rechneten ja eigentlich alle mit dem 1. oder 2. Wahlgang. Und dann habe ich ihm im Interview gefragt, ja, und dann jetzt, also 1. Wahlgang schiefgegangen, wird es denn der 2.? Und er sprach immer, ja, wir müssen jetzt im 2. und 3. Wahlgang. Und dann sagte ich schon, warum betont er immer den 3. Wahlgang? Und blieb dabei. Und ich glaube, dass er es natürlich, wenn es im 1. nicht klappt, klappt es im 2. Dann hat er den Gauk immer gewählt, sozusagen. haben Sie denn, Sie sprechen ja auch jetzt, sagen wir mal, mit der Bundeskanzlerin oder dem, Westerwelle, sprechen Sie auch mal hinter der Kamera, wie äußern die sich da, wie ist die Stimmung bei denen gerade, sind die nachdenklich oder glauben die das, was sie da immer sagen? Also der Eindruck ist jetzt vielleicht verkehrt, dass ich immer so ganz privat mit denen reden würde. Das tue ich natürlich nicht. Ne? Ich bin ja, nee. Aber es gibt doch Hintergrundgespräche. Ja, es gibt Hintergrundgespräche, aber es ist ja nichts Privates, sondern das ist ja was, das gehört dann da zum Geschäft. Also die Zerknirschung ist natürlich schon da. Und es wäre ja schlimm, wenn sie nicht da wäre. Ich habe, ja. Woran liegt es Ihrer Meinung nach aus Journalistensicht, dass das so unrund läuft? Ja, ich glaube, wir sind am Anfang mit falschen Voraussetzungen da reingegangen. Also ich glaube, dass das gehört ja auch inzwischen zur Selbstkritik beider Seiten, dass man sich vielleicht am Anfang nicht genügend Gedanken darüber gemacht hat, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Man hat gedacht, wir knüpfen an alte, bekannte Zeiten an. Aber das reichte offenbar nicht. Jetzt hat der Michael Spreng, das ist der ehemalige Wahlkampfberater von Edmund Stoiber, auch ein Journalist, ein Kollege gewissermaßen von Ihnen, hat neulich, habe ich den Interview gesehen, und hat gesagt, es gäbe so eine Verzwergung der Politik. Und er hat gemeint praktisch, Flaschen holen Flaschen nach, ja, also oder Schwache holen Schwache nach. Und deswegen sei das politische Personal so ein wenig durchwachsen, weil auch die Kanzlerin praktisch niemanden haben will, der ihr irgendwie gefährlich oder stärker sein könnte. Also sehen Sie auch so eine Verzwergung? Ehrlich gesagt sehe ich jetzt keine Verzwergung. Das ist vielleicht irgendwie, hat er andere Maßstäbe, die er vielleicht auch an sich misst. Keine Ahnung. Sie beobachten das, ach so, ja, es war ja nicht physisch, ne? Aber er hat da ganz hart gesprochen. Sie beobachten doch schon eine Weile das politische Geschehen und immer heißt es, die sagen nichts und die sind so unverbindlich und die sind so blass, aber andererseits die Angst vor dem falschen Satz, weil ihr da die Medienmeute hinterherhetzt, die Angst vor dem falschen Satz wird ja auch immer größer und dann sagt man lieber nichts oder redet nur blödes Zeug, bevor man wirklich mal was Falsches sagt, oder? Ja, wir sind natürlich schon schuld, meistens, die Medien. So, also, an allem, aber ich meine, Sie haben ja Macht, genau. Ne? Ja, also ich meine, wir müssen schon Bericht erstatten. Und in der Tat ist es natürlich, das hat jetzt vielleicht auch dieser Wahlkampf zum Bundespräsidentenamt gezeigt, schon so, dass die Leute einfach häufig das Gefühl haben, dass jetzt nicht mehr ganz klar und ehrlich mit ihnen gesprochen wird. Aber der Punkt Ehrlichkeit ist nicht so leicht. Man fordert das immer von den Politikern. Ich will jetzt mal dafür sprechen. Ja. Unsere Bundeskanzlerin hat mal einen Wahlkampf bestritten mit der Ehrlichkeit und gesagt, so geht es nicht weiter. Und das war der 2005. Fünf, hat sie da mal was gesagt? Ja, Sie erinnern sich, Herr Pelzig, Sie sind ja politisch interessiert. Aber was hat sie erinnern sich, dass sie gesagt hat, es geht nicht ohne Mehrwertsteuererhöhung.
Ja, stimmt. Und ne? Dann konnte es, glaube ich, nicht, wegen der Großen Koalition. Doch, ne? Dann hat die SPD dann noch geholfen, genau. Ja, genau, da hat sie einen Kompromiss, sie wollte, glaube ich, nicht. Und alle wussten ja, es wird jetzt klappen für die Union mit über 40%, ja. Und dann kam ein Wahlamt mit 35. Ja, das sprach aber jetzt nicht für die Ehrlichkeit. Aber Ehrlichkeit wäre doch zum Beispiel vor der letzten Wahl gewesen, dass sie gesagt hätten, was eigentlich jeder vernünftige Mensch gedacht hat, wir wissen nicht, was wird im Moment, und deswegen können wir weder eine Steuererhöhung noch eine Steuersenkung ausschließen. Wir wissen es nicht, es wird nicht leichter. Ich glaube, das hätten die meisten Menschen doch viel besser verstanden als dieses dauernde Gequake, einfacheres, kleineres, faireres Steuersystem. Und jetzt kommt das dabei raus. Und die Krankenkassenreform, die Gesundheitsreform, die nur eine Erhöhung ist. Da müssen Sie doch mal draufschlagen. Das sagen Sie jetzt nichts, weil Sie sowieso meiner Meinung sind, wahrscheinlich. Ja, also das ist jetzt Ihre Meinung, Herr Pelzig. Aber ich glaube, was in der Tat stimmt, ist, ich habe mich ja lange mit Umfragen beschäftigt, dass, die stimmen ja auch nicht mehr, die dass die, ach so, doch. Ja. Dass die Leute in der Tat schon ein sehr gutes Gespür dafür haben, was eigentlich realistisch ist und nicht. Also in diesen Umfragen rund um diese Wahl haben immer Mehrheiten gesagt, dass die Steuererhöhungen, dass sie zwar mitgeteilt werden und angekündigt werden, aber sowieso nicht kommen. Also es hat keiner mehr realistisch an Steuersenkungen geglaubt, dennoch am Ende die Partei gewählt, die sie versprochen hat. Das ist auch nicht so ganz leicht, oder? Ja, wir sind halt unberechenbar, aber das liegt auch daran, dass diese Umfragen ja nicht mehr stimmen, weil sie erreichen die Leute ja nicht mehr, weil viele haben kein Festnetz mehr, da haben sie gleich die falschen Leute, ja, und viele gehen nicht mehr ans Telefon. Die Fehlerquoten der Umfragen werden ja auch immer höher, ne? Ist schon ein Problem für Sie, oder? Für mich jetzt zum Glück nicht mehr, ich habe jetzt mal 7 Jahre Umfragen gemacht, aber grundsätzlich ist das ein Problem, klar. Frau Schausten, was mich interessiert an Ihrem Beruf, Sie sind jetzt die Chefin vom Hauptstadtstudio. Ja, da sind Sie eine mächtige Frau. Ich habe gelesen, Sie gehören zu den mächtigen Frauen der Republik. Ja, wo haben Sie das gelesen? Überall. Ja. Was lesen Sie, Herr Pelz? Ich habe es nirgendwo gelesen. Ja, Ding und das andere. Und ja, aber haben Sie Macht, weil Sie haben Einfluss? Da möchte man sich doch mit Ihnen schon gut stellen, oder? Ja. Vielleicht. Also ich warte mal ab. Ich bin jetzt 3 Monate da. Die waren einigermaßen arbeitsreich. Die Politik hat uns viel Arbeit gemacht. Wir hatten viel zu berichten. Das ist gut. Und unsere Die Nähe zu der Politik gefährlich? Sie waren ja vorher in dem traurigen Mainz und jetzt hocken Sie da in Berlin, ganz nah traurig, an denen dran. Traurig ist Mainz nicht. Ja, ist ja eine Archäologiestadt. Ne? Ich sage immer, das Schönste von Mainz liegt unter der Erde. Ne? Aber oder auf der anderen Rheinseite in Wiesbaden. Ja, genau. Ja, nee, Nähe muss man sich vorhüten, aber das geht auch. Ja, Frau Schausten, was ist der nächste große Termin bei Ihnen? Die ZDF-Sommerinterviews. Also wir machen nicht Sommerpause, sondern wir verpflichten die Parteivorsitzenden mit uns dann nochmal ein etwas ruhigeres und längeres Sommerinterview zu führen. Und das machen wir jetzt im Juli und August. Und mit wem fangen Sie an? Den Anfang macht der Cem Özdemir von den Grünen. Aha, und wann ist der Westerwelle dran? Der Westerwelle im August. Da bin ich im Urlaub, das ist gut. Ja. Ja, ich schicke Ihnen eine DVD. Schicken Sie eine DVD von mir aus. Sehr gerne. Frau Schausten, Zeit ist schon wieder rum, aber schade. Es war ein schönes Gespräch. Ja, und darf ich das mitnehmen? Dürfen Sie mitnehmen, das hat noch nie jemand gewollt. Ja. Bettina Schausten, danke schön. Es läuft, ne? Also live ist halt doch immer am besten. Ne? Ja, das ist schon enorm. Während man da so sitzt, gell? Es läuft. Jetzt haben ja die haben jetzt ja wirklich überlegt, was ist, wenn BB pleite geht. Ja? Also ist das praktisch systemrelevant, ne? Dass es da eine womögliche Katastrophe gibt. Aber die Fachleute sagen, also BB kann durchaus pleite gehen, weil es ist nicht systemisch für die Weltfinanzwirtschaft. Und insofern hätte man auch noch einmal Glück gehabt. Ne? Also ja, da kommt jetzt nichts mehr Schlimmeres nach. Ne?
Und mein, wenn BP eigentlich pleite geht, dann, ja, dann ist vielleicht auch gar keiner mehr zuständig. Ne? Dann läuft's. Vielleicht soll ja BP sogar pleite gehen. Ne? Dass dann keiner mehr. Weil, also systemisch wäre es nicht relevant. Also für die Weltfinanzwirtschaft. Also da ist nichts zu erwarten dann.